Zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Tja, wir hatten ja zuletzt den guten Senator gefangen genommen. Und wir können jetzt noch mit den ganzen Leuten hier quatschen, bevor es weitergeht. Rede mit Cobb. Nur mit Cobb. Die Zwillinge. Batisa! Batisa! Gunta! Batisa! Was auch immer das heißt. Vielleicht war es ein Witz. Haben wir, was wir brauchen? Ja, bin gespannt, was Saw als nächstes für uns hat. Erstmal müssen wir mit diesen Informationen an die Oberfläche. Stimmt. Ach, diese Senatoren haben ein schönes Leben. Kann ich seine Yacht haben? Das Ding ist zu langsam für dich. Dann benutze ich sie eben nur am Wochenende für Familienausflüge. Schön, du Spielverderber. Hast du denn eine Familie? Haben wir einen Plan für den Senator? Ich überlege noch. Wir können jederzeit Coop und Liz fragen, um rauszufinden, ob der Senator fliegen kann. Okay, ich kann nochmal mit ihr reden, offenbar. Was dagegen, wenn ich mir mal kurz Sajans Terminal ansehe? Vielleicht hat der Senator ja noch irgendwas, das wir verwenden können. Und mit wir meinst du Schmutz, den du für ein paar Kredits verkaufen kannst? Man kann für eine gerechte Sache kämpfen und trotzdem seinen Anteil bekommen, Kel. So ist dieser Krieg nun mal. Nächstes Mal vielleicht. Okay, aber du zahlst das Essen. Und die Zwillinge verhungern gleich. Von mir aus, dann sollen sie den Senator anknabbern. Ich war noch nie auf dem Schiff eines Senators. Hab aber mal eins hochgejagt, das waren noch Zeiten. Guten alten Zeiten, ne? So, jetzt hat sie genug gesagt, offenbar. Mr. Senator, was haben Sie noch zu sagen? Lasst mich gehen. Sonst werden eure Freunde leiden. Früher oder später finden sie euch, Jedi. Dafür werdet ihr bezahlen, Cal Kestis. Das sehe ich ein bisschen anders. Hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Kredit für sein. Oh Mann. Wo wart ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wurde ich da. Oh Gott. Die neuen Inquisitoren wahrscheinlich. Ah nein, die kennen wir ja noch. Sie wurden erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben. Die habe ich doch besiegt. Ah, den Arm abgeschnitten, glaube ich, letztes Mal, ne? Kestis! Los, Feuer frei! Runter! In Deckung! Ferrick, eine Inquisitorin? Pass auf! Tot. Scheiße. Verdammt. Cal, wir müssen weg! Cal, komm zurück! Cal, wo willst du hin? Komm zurück, Cal! Die andere wäre tot, verdammt, die Schwester. Aber ich glaube, er hat ihr nur den Arm abgeschnitten und dann ist sie irgendwie runtergestürzt. Das war doch auf diesem riesigen Baum damals im ersten Spiel. BD1. Die jahrelange Zusammenarbeit hat das Band zwischen BD1 und Cal gestärkt, ausgestattet mit diversen Erkundungswerkzeugen und einer unerschütterlichen Loyalität gegenüber Cal, ist BD der engste Freund des Jedi. Ist das ein Witz? Fleischfabrik. Bravo.
Bravo ist der Pilot von Cals Crew, ein erfahrener Soldat, der an der Seite von Saw Gerrera gekämpft hat. Cal und Bravo haben im Kampf gegen das Imperium gemeinsam viele erfolgreiche Missionen durchgeführt. Gabs. Die Hackerin Gabs wurde vom Syndikat ausgebildet und hat nichts dagegen, im Kampf gegen das Imperium auch ordentlich zu verdienen. Sie ist selbstbewusst und mutig und nutzt jede Gelegenheit, um ihre Überlegenheit gegenüber imperialen Hackern unter Beweis zu stellen. Wo muss ich hin? Da hinten, glaube ich. Ne? Jetzt kommt halt ein bisschen was, ne? Coop und Liz. Die Zwillinge Coop und Liz von Klatuin würden alles für ihren Freund Cal tun. Ihre Loyalität wird nur durch ihren unersättlichen Hunger übertroffen, der sie häufig in Schwierigkeiten bringt. Ich meine, wer hat jetzt von der Crew noch überlebt? Ich glaube, Boat und Bravo, die anderen sind wahrscheinlich alle tot, ne? Wir müssen zur Mantis. Gestohlene Schätze, Trophäen und Andenken von verschiedenen Planeten unter der Kontrolle des Imperiums. Die Sammlung eines Kenners galaktischer Kuriositäten, zweifellos gewaltsam von ihren Ursprungsplaneten entfernt. Ich würde gerne noch die Inquisitorin haben. Die Zwillinge. Trauern können wir später. Wir müssen weiter. Die kommt nicht, leider. Schade. Aber offenbar hat sie überlebt. Weil die zweite Schwester, glaube ich, die Tochter von Seer, die hat Vader ja getötet. Am Schluss vom Spiel. Komm, schieß nochmal. Ah, jetzt. Die explodieren ja. Verdammt. Wir müssen ihnen einen Schritt vorausbleiben. Blöd. Auf die Wand springen und auf was? Auf markierte Wand springen, um einen Wandsprung auszuführen. Ach so. Die Fleischfabrik. Aktiviere Sicherheitsprotokolle. Das werden Sie bereuen. Ach ja. Werde ich das? Schaden verursacht. Ziel eliminiert. Schande. Ich hab. Ich darf nicht so oft draufschlagen, irgendwie. Weil sonst kann ich nicht mehr ausweichen. Gleich nochmal. Ich muss noch ein bisschen üben. Ist mir schon klar. Schon praktisch, so die Fähigkeiten von einem Jedi zu haben. Man kommt praktisch überall rauf. Kann ich die auch blocken? Das werden Sie bereuen. Sie können nicht entkommen. Ich krieg mich auch immer. Alter, die ist so stark einfach. Hilf mir bitte! Ich hasse Gegner, die einfach stehen bleiben, wenn ich sie treffe. Und einfach weitermachen. Warum kriege ich mein Leben nicht zurück? Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil ich habe doch jetzt den Gegner besiegt, der mich getötet hat. Komisch. Da hätte ich doch eigentlich Leben zurückkriegen sollen. Stimmbehälter. Oh, den nice. Können wir gebrauchen. Damit habe ich drei. BD, hilf mir bitte. Sehr gut. Aber eigentlich hätte ich doch Leben und EP zurückkriegen sollen vorhin.
Weiß auch nicht, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Schieß. Ja, genau. Ich bin auch nicht so Jedi-mäßig unterwegs. Kommt noch. Ich hatte die gleichen Probleme beim ersten Spiel schon. Ich werde der neunten Schwester deinen Kopf bringen. Oh. Was soll das? Hey, Kumpel. Ja, klar. Warum nicht? Ich kann nicht blocken, ne? Doch. Jetzt hat's funktioniert. Springen ist was effektiver als Ausweichen. Nicht zu wissen. Ich sollte mehr springen. Ist auch gut zum Ausweichen. Umgebung mit Lichtschwert erhellen. Fleischbrocken. Was ist hier? Wie BD sich hinsetzt. Machtessenz. Maximale Macht erhöht. Er ist irgendwo hier drin. Wir finden ihn. Halt dich bereit. Ziel gesichtet. Halte R1 und drücke Kreis, um einen Gegner vorübergehend zu verwirren, damit er gegen seine Verbündeten kämpft. Schütze mich. Ich hab gerade nicht aufgepasst. Darauf war ich nicht vorbereitet. Sia hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Ah ja. Das erfüllt den Zweck. Schon wieder keine Stims mehr, alt. Verwirren. Überall Truppler. Wir müssen vorsichtig sein, Kumpel. Sich hin, genau. Siehst du ihn schon? Nein. Ich kann sie kaum erwarten. Du gehörst mir. Schieß auf deine Kollegen, los. Hä? Dafür wirst du bezahlen. Ich glaube, er da. Komm schon, auf ihn! Oh. Ihr gewinnt gar nichts. Ein ordentlicher Treffer.
Brauch Leben. Fähigkeitenpunkt. Los, BD, mach die Tür auf. Ich habe genug von diesem Ort. Ich auch. Ja. Ich muss mich jetzt halt heilen. Halten wir einen Moment an. Dann spawnen die Leute wieder, aber was soll's, komm. Ich muss das jetzt machen. Ach so, Kampfstil, ein Schwert. Aha, das ändert einfach, okay. Wahrscheinlich kann ich irgendwann auch mit zwei Schwertern angreifen, ne? Irgendwann. So, nein, ach Gott, Fähigkeiten bitte. Macht, was gibt's bei der Macht? Gibt's da schon was zu holen? Ja, reißender Magnet, Zwillingsmagnet. Einklang. Kerls maximale Macht erhöht sich aus. Kann ich das Leben erhöhen vielleicht? Benebelter Geist. Überleben. Kerls maximales Leben. Das habe ich gesucht. Und jetzt ausruhen, bitte. So. Jetzt sind die Gegner wieder gespawnt, aber ich bin ja hier schon durch. Also was soll's. Die Haare von ihm. Ist ein bisschen extrem programmiert. Als hätte er einen elektrischen. Als hätte er die statisch aufgeladen, die Haare. Oh Mann. Das dürfte nicht einfach werden. Sie wollen mich? Sie kriegen mich. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Zu früh gefreut. Wir müssen von hier abhauen, Mann. Halt du mir den Rücken frei. Viel zu viele Jawohl. Hier. Wir müssen sie ausschalten. Hallo. Zweite Runde. Ich werde dich auseinandernehmen. Lass du mich weg. Nicht mal nichts. Die Ratte hat Zähne. Halt die Klappe. Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast.
Das macht dich so, so berechenbar. Mit ihrem Kopf. Entspann dich. Du kannst nicht aufhalten. Unaufhaltbar. Oh. Von diesem Tag. Nimm mal ein Schwert. Warum treffe ich die auch nicht? Ich brauche Hilfe. Beim nächsten Mal. Hierher, Kumpel. Ich werde dich ein für alle Mal erledigen. Oh. Du bist schon so gut wie tot. Gerade gar nichts mehr machen jetzt. Stärke! Ich brauche halt. Immer hat sie einen Spezialangriff, den ich nicht blocken kann. Schon wieder. Sogar jetzt kann sie ausweichen. Ja, ja. Voll unfair. Ich komme nicht mehr ran. Ich komme nicht mehr ran. Effektiv nicht. Ich habe kein Leben mehr. Toll. Zwei Schwerter Kampfstil erhalten. Kerl kann jetzt im Kampf den zwei Schwerter Kampfstil einsetzen. Der zwei Schwerter Kampfstil ermöglicht schnelle Angriffe und eine verbesserbare Machtparade, bietet aber weniger Ausdauer. Hm, hast du einen neuen Trick gelernt? Bringt mir auch nichts mehr. Ich habe kein Leben mehr. Halt die Klappe, Mann. Ich bin einfach nicht mehr rangekommen. Ab einem gewissen Zeitpunkt bin ich nicht mehr rangekommen. Willst du mich verarschen? Jetzt bin ich wieder hier hinten, oder was? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Wo bin ich hier? Warum nicht beim Kampf, verdammt? Hä? Wo bin ich? Scheiße, ich verstehe nicht mal, wo ich bin gerade. Was geht denn jetzt ab, bitte? Hier war ich ja gar noch nie. Oder... Hä? Oder bin ich mit dem Aufzug da... Nein. Wo bin ich zum Teufel?
Aha, jetzt weiß ich, wo ich bin. Alles klar. Ja, aber warum bin ich nicht beim Kampf, bitte? Na gut, dann werde ich jetzt einen Cut machen, weil dann mache ich den Kampf beim nächsten Mal, aber... Wo war denn das bitte? Ach so. Aber hier war ich ja gar nicht. Wann war ich dann hier? Scheiße, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich bin, zum Teufel. Ach so, die wartet jetzt einfach da auf mich. Okay, ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache den Kampf in der nächsten Folge dann. Bis zum nächsten Mal.